Hintergrund: Es ist noch nicht allzu lange her, da setzte sich das Dreimann-Orchester, bestehend aus Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic, in einem kleinen, beschaulichen Raum im Münchner Süden vor einer Handvoll Journalisten und spielte eine halbstündige, brachiale Sinfonie, die innerhalb weniger Sekunden ganz Deutschland aufhorchen ließ. Ein Crescendo, das tagelang größtenteils vernichtende Kritiken in den einschlägigen Medien nach sich zog. Der Tenor der Rezensenten, unverhältnismäßig laut zu Fortissimo. Mittlerweile haben sich die Gemüter in der bayerischen Landeshauptstadt, dort, wo, sofern es sich um fußballerische Angelegenheiten handelt, der Sound fast immer geräuschvoller ist als im Rest der Republik, beruhigt. Die Töne, die nach dem 2:0 Arbeitssieg des FC Bayern im Champions League Gruppenspiel gegen AEK Athen angestimmt wurden, muteten gar sehr piano an. Bayern München, spielerisch weiter hinter den eigenen Ansprüchen, ergebnistechnisch läuft es für den deutschen Rekordmeister zwar nach der denkwürdigen Pressekonferenz des Führungstrios wieder einigermaßen rund, immerhin gingen seither 6 Pflichtspiele ins Land, von denen keines verloren wurde, 5 Siege, ein Remis. Rundum zufrieden mit den Darbietungen in Königsklasse, DFB-Pokal und Bundesliga können die Protagonisten, deren Ansprüche jenseits von glanzlosen Pflichterfolgen über den 5. Platzierten der griechischen Liga, 2 Runden Mühseligkeiten bei viertklassigen Dorfclubs oder Punkteeinbußen vor heimischer Kulisse gegen den SC Freiburg liegen, nicht sein. Erlebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Zugegebenermaßen verlief die Begegnung mit Athen am Mittwochabend in der Allianz Arena ohne weitere Komplikationen, lediglich in den ersten 20 Minuten strahlten die Gäste aus Südeuropa einen Hauch von Gefahr aus, der er allerdings nach Robert Lewandowskis sicher verwandeltem Foul-Elfmeter in Gänze abebbte. Souverän erstickte der deutsche Serienmeister die uninspirierten Angriffsversuche im Keim und tauchte seinerseits gleich mehrfach verheißungsvoll vor AEK-Schlussmann Vasilios Barkas, auf der letztlich eine höhere Niederlage seiner Mannschaft mit mehreren guten Paraden verhinderte. Lediglich einmal musste sich der Schlussmann im zweiten Durchgang geschlagen geben, als Lewandowski eine Kimmich-Ecke am langen Pfosten im Netz unterbrachte. Leon Goretzka fasste das Ganze im Anschluss an die Partie recht treffend zusammen. Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Die ersten 20 Minuten waren etwas wild, sagte der Mittelfeldmann in der Mixzone und schob nach. Danach haben wir uns aber gefunden und strukturierter agiert. In der zweiten Halbzeit hat unser Pressing besser funktioniert. Neuer vor. BVB-Duell, dass man im Moment nicht die Super-Bayern sieht, wissen wir, dass trotz des ungefährdeten Sieges aus spielerischer Sicht allerdings weiterhin nicht alles rund läuft, griff Kapitän Manuel Neuer selbstkritisch auf. Dass man im Moment nicht die Super-Bayern sieht, das wissen wir. Dass wir hier kein Feuerwerk abfackeln, hat man dann auch gesehen. Man hat gemerkt, dass wir nichts geschenkt bekommen, wir mussten uns das hart erarbeiten, erklärte er weiter. Nicht unbedingt der Normalzustand, den man von den Bayern der letzten Jahre kennt. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ich persönlich bin aus einer Verletzung herausgekommen, habe dann die WM mitgemacht, da war schon ganz viel Negatives und beim FC Bayern war es in den letzten Wochen auch sehr kritisch. Man konnte nicht so richtig durchatmen, deshalb kann man auch nicht mit dieser Leichtigkeit auf dem Platz stehen. Sind, wie ich schon gesagt habe, aktuell nicht die Super-Bayern, die einen solchen Gegner, wie heute auch mal mit 5 Toren Unterschied geschlagen haben, führte Neuer weiter aus. Und so rückte die Pflichtaufgabe gegen AEK auch recht schnell in den Hintergrund, vielmehr lag der Fokus im Nachgang auf dem anstehenden Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag, 18:30 Uhr im Live-Ticker. Mit Hinblick auf die Verfassung des FCB, der beim ungeschlagenen Tabellenführer im hexenkesselartigen Signal Iduna Park ran muss, schoben die Münchner die Favoritenrolle den formstarken Schwarz-Gelben zu, übten sich in ungewohntem Understatement.
Bayern München, Niko Kovac sieht Favoritenrolle beim BVB, wir müssen die Tabelle lesen und die Tabelle sagt ganz klar aus, 4 Punkte Vorsprung und ein sehr gutes Torverhältnis. Der Favorit ist sicherlich Dortmund, weil sie auch zu Hause spielen, sagte Trainer Niko Kovac beispielsweise. Selbst Hoeneß, der traditionell um keine Spitze in Richtung Ruhrgebiet verlegen ist, konstatierte, man kann ja nicht nach Dortmund fahren und sagen, ich will einen Dreier holen. Dortmund hat bisher eine sehr gute Saison gespielt. Wir fahren nicht als Favorit, sondern nach langer Zeit als Außenseiter dorthin. Sätze, die von einigen Reportern als taktische, psychologische Maßnahme interpretiert wurden, um Dortmund unter Druck zu setzen. Auf die zuvor getätigten Aussagen seines Präsidenten angesprochen, sagte Mats Hummels, es ist völlig egal, ob man vorher als Außenseiter oder Favorit gilt. Das bringt dir leider gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, was besser sein soll. Vielleicht handelt es sich dabei um taktisches Kalkül, ich bin aber nicht in der Position, dass ich meine Aussagen taktisch treffen muss. Der Innenverteidiger erwartet indes ein intensives Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club. Nur Thomas Müller, der eigentlich als verlässlicher Redner in der Mixzone gilt, wollte sich in den Katakomben der Fürth-Manninger Arena diesmal nicht äußern, gab stattdessen im Vorbeigehen die Marschroute vor, volle Attacke Richtung Dortmund, mehr gibt es nicht, rief der Angreifer in die Runde, ehe er in die Nacht entschwand. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass er damit die forscheste Kampfansage an den Erzrivalen sendete. Seine Kollegen und Chefs hatten nämlich zuvor im ungewohnten Pianissimo-Modus taktiert. Vielleicht müssen es auch nicht immer die brachialen Töne sein. Mehr zum FC Bayern.